Psst. Hörst du das? Was ist das? Ein Sinfonieorchester. Kannst du ein paar Instrumente heraushören? Wenn dir das jetzt schwer gefallen ist, kein Grund zur Sorge. Ich bin der Dirigent des Sinfonieorchesters und möchte dir gerne die Instrumente vorstellen, die du eben gehört hast. Als Dirigent kenne ich mein Orchester sehr gut. Ich studiere mit dem Orchester in zahlreichen Proben Musikstücke ein. Dabei dirigiere ich aus einer Partitur, in der alle Stimmen aller Instrumente notiert sind. So weiß ich immer, welchem Musiker, welcher Musikerin ich den nächsten Einsatz zeigen muss. Du siehst, nach diesem Video wirst du ein echter Profi in Sachen Sinfonieorchester sein. Die Instrumente im Sinfonieorchester lassen sich grob in drei Instrumentengruppen einteilen. Die Streichinstrumente, die Blasinstrumente und die Schlaginstrumente. Dazu kommen manchmal noch besondere Instrumente, dazu aber später mehr. Schauen wir uns als nächstes die Streichinstrumente genauer an. Hier haben wir die Geige. Vielleicht kennst du sie auch unter dem Namen Violine. Im Sinfonieorchester gibt es meist zwei Geigenstimmen. Die erste und die zweite Geige. Meistens sind es 12 bis 16 erste Geigen und 10 bis 14 zweite Geigen. Die Person, die am ersten Pult der ersten Geige sitzt, nennt man den Konzertmeister oder die Konzertmeisterin. Daher kommt auch das Sprichwort, du willst immer die erste Geige spielen. Denn der Konzertmeister hat besondere Aufgaben im Orchester. Er zeigt beispielsweise an, wann das Orchester stimmen soll und wann das Konzert beginnen kann. Das ist eine Bratsche, oder auch Viola genannt. Die Bratsche wird oft mit der Geige verwechselt. In der Tat ist sie jedoch etwas größer als die Geige. Im Sinfonieorchester gibt es deutlich weniger Bratschen als Geigen, nämlich nur 8 bis 12. Das ist ein Cello, oder auch Violoncello genannt. Der Plural von Cello ist übrigens nicht Cellos, sondern Celli. Die Celli haben in vielen Stücken besonders schöne Stellen zu spielen. Im Orchester gibt es meist 8 bis 10 Celli. Das letzte Instrument in dieser Instrumentengruppe ist der Kontrabass, das größte Streichinstrument. Es sieht ein bisschen aus wie ein Cello, nur viel größer. Im Sinfonieorchester gibt es in der Regel 6 bis 8 Kontrabässe. Machen wir weiter mit den Blasinstrumenten. Diese Instrumentengruppe lässt sich in Holz- und Blechbläser unterteilen. Im Sinfonieorchester gibt es deutlich weniger Blasinstrumente als Streichinstrumente. Zuerst möchten wir euch die Holzbläser vorstellen. Weil wir eben vom höchsten Instrument ausgegangen sind, beginnen wir nun mit dem tiefsten Holzblasinstrument. Du kennst das Fagott vielleicht aus Peter und der Wolf, vielleicht aber auch nicht. Dann lernst du es jetzt kennen. Das Fagott gibt es nur 2 bis 3 Mal im Orchester. Die Oboe ist für das Sinfonieorchester sehr wichtig. Sie gibt auf Zeichen des Konzertmeisters den Stimmton A zu Beginn eines Konzertes an. Erklingt das A der Oboe, wissen alle MusikerInnen, dass sie ihr Instrument stimmen müssen. Gleich beginnt das Konzert. Im Sinfonieorchester gibt es nur 2 bis 3 Oboen. Die Klarinette sieht der Oboe ein bisschen ähnlich. Im Orchester gibt es ebenfalls nur 2 bis 3 Klarinetten. Es gibt viele verschiedene Arten von Flöten. Im Sinfonieorchester haben wir 2 Querflöten. Manchmal gibt es auch eine Piccoloflöte. Sie ist etwas kleiner und klingt noch höher als die Querflöte. Insgesamt sitzen also bis zu 3 Flöten im Orchester. Kommen wir nun zu den Blechblasinstrumenten im Sinfonieorchester. Im Sinfonieorchester haben wir meistens 2 bis 3 Trompeten. Obwohl sie nur wenige sind,
können sich die Trompeten im Klang des Orchesters immer gut durchsetzen. Hörner haben wir im Orchester meistens vier. Das Horn wird auch Waldhorn genannt. Immer wenn es in Stücken oder Opern um Wald geht, kommt das Horn zum Einsatz. Vielleicht kennst du das Horn auch im Zusammenhang mit Märchen, wenn das Jagdhorn geblasen wird. Dabei handelt es sich jedoch um ein anderes Instrument. Die drei Posaunen des Symphonieorchesters können richtig laut sein und alle übertönen. Hör mal! Die Tuba ist das tiefste Blechblasinstrument im Symphonieorchester. Es gibt so viele verschiedene Schlaginstrumente, dass wir dazu ein eigenes Video machen müssten. In unserem Hörbeispiel kommt nur ein Schlaginstrument vor: die Pauke. Weitere Schlaginstrumente sind zum Beispiel die kleine und die große Trommel, Becken und die Triangel. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Triangel übernimmt im Orchester einen wichtigen Job. Denn wenn man an diesem Instrument daneben haut, dann hört es jeder. Und ich kann mit Gewissheit sagen, dann bin ich ziemlich sauer. Manchmal gibt es noch besondere Instrumente, die aber nicht immer eingesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel das Klavier oder die Harfe. Wer mitgezählt hat, kommt jetzt auf eine Zahl von 66 bis 89 Musikern im Symphonieorchester. Allerdings variiert das immer ein bisschen je nach Stück und Komponist. Gustav Mahler war beispielsweise sehr bekannt für besonders große Orchesterbesetzungen. Jetzt weißt du, wie ein Symphonieorchester aufgebaut ist. Übrigens hast du eben die ganze Zeit Ausschnitte aus einer Symphonie von Antonín Dvořák gehört. Er war ein tschechischer Komponist. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich dir etwas über Antonín Dvořák und seine Komponistenfreunde erklären möchte. Bis dahin.